Ja, liebe Zürcher, Bern ist cooler, weil wir keinen Flughafen haben. Und es ist halt einfach eine coole Stadt. Hallo zusammen, ich bin heute in Bern, in der Bundeshauptstadt und teste mal die ganzen Stereotypen, die wir in der restlichen Schweiz über die Berner haben. Reden sie wirklich so langsam oder ist das wirklich nur ein Klischee? Hinter der Kamera ist der Nick von Hipster Gnock, einen sehr, sehr tollen Kanal zusammen mit einem Kollegen namens Hipster Gnock. Ist unten verlinkt, lohnt sich sehr zum Abchecken. Also, los geht's. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst für das. Wer bist du? Armando. Freut mich sehr, ich bin der Lionel. Ich bin jetzt extra von Basel nach Bern kurz, um so ein bisschen mehr über die wunderbare Stadt herauszufinden. Und bei uns im Rest von der Schweiz sagt man immer, die Berner reden ein bisschen langsamer. Stimmt das? Ja, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, welcher Typ das du bist. Ja, in dem Sinne vielleicht schon. Also, ja. Nehmen wir einfach ein bisschen den schönen Dialekt als dir, Basler. Bla, bla, bla. Ja, wir reden gar nicht so langsam. Wir reden echt viel schöner. Und die können es nicht verkraften. Das müsst ihr beurteilen. Mir wird immer gesagt, dass ich sehr schnell rede, aber ich rede Berndeutsch. Es geht ja eigentlich so. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Wo sind Berner denn besser als andere? Also ich bin stolz, dass ich von Wor bin. Das ist ausserhalb von Bern und die Stadt eigentlich ist schon schön, aber ich finde mein Dorf eigentlich das Beste. Nie. Wir sind einfach wie die anderen auch. Einfach Menschen? Ich würde sagen, ja. Wir haben den besseren Fussballverein, ja, ihr werdet immer Meister, das wissen wir, aber uns ist sympathischer. Ja, wir sind echt besser. Beim Rauchen? Oh shit. Ich weiß gar nicht. Einfach vielleicht. Käse machen. Sie sind pünktlich. Keine Ahnung. Ja. Blazen. Was? Blazen. Weißt du, was Blazen ist? Kiffen. Direkt Kommunikation ist besser, finde ich. Findest du dich gut angezogen? Es geht. Ich habe noch nie so einen Hund gesehen. Er sieht zwar super sympathisch aus. Ist das ein Berner Sennenhund? Wer oder was ist die Venus von Bümplitz? Venus? Von Bümplitz? Keine Ahnung, kann ich nicht antworten. Was könnte man sich darunter vorstellen? Keine Ahnung, ein Laden vielleicht. Keine Ahnung. Nicht ganz, es ist ein Lied mit dem Titel. Ich weiß wirklich nicht, keine Ahnung. Es hat etwas mit Bümplitz zu tun. Keine Ahnung, ich war noch nie zu Bümplitz gewesen. Ein Lied? Ja, ein Lied. Sing jetzt mal. Nein. Ich kann nicht singen. Ich bin die Venus von Bümplitz. Das ist von einem Lied. Sing's mal. Ich kann nicht singen. Komm jetzt, das, jeder Berner behauptet, er könnte nicht singen. Die Venus von Bümplitz. Das Lied. Sing's mal. Die Venus von Bümplitz geht in Straße. Als Basler in Bern sollte man? Mal hier rausgehen, Fondue essen. Fondue essen? Hier, ja. Das gibt es aber auch in Basel. Ja, ich weiss, aber das Fondue ist besser. Nicht zu viel reden. Sollte man sich anpassen, würde ich sagen. Es hat etwas zu bieten und vielleicht sollte man noch mal hier wohnen ein Jahr. Es hat eine gute Wohnqualität, Bern. Ja, kann ich sagen. Anstatt ja oder so. Bernerdeutsch lernen. Einen rauchen. Aufpassen. Das hat man vorher schon ein Berner gesagt. Warum? Ja, wir in Basel nicht so gerne. Viele Zürcher sagen ja immer, Zürich sollte eigentlich die Bundeshauptstadt sein. Die Berner haben das nicht wirklich verdient. Und jetzt haben wir ja auch ein paar Zürcher, die zuschauen. Und jetzt schau mal in die Kamera, sag mal liebe Zürcher und dann hast du deine Nachricht an sie. Ja, liebe Zürcher, ich denke, ihr solltet die Hauptstadt sein, weil Bern ist so klein und ja, ist einfach eine blöde Stadt. Was? Was? Hä? Liebe Zürcher, ich hätte gerne Zürich, aber Bern ist viel schöner. Liebe Zürcher, ihr habt leider keine Chance gegen unsere Stadt. Unsere Stadt ist echt besser, schöner. Unser Fußballverein spielt Superliga, euer leider nicht. Ja. Liebe Zürcher, wir sind einfach besser, wir haben einen schönen Dialekt, das bessere Essen. Liebe Zürcher, wollen wir jetzt wirklich das Bundeshaus zügeln? Es gibt doch viel wichtigere Sachen, wer Bundeshauptstadt ist. Wichtig ist, dass wir zusammenstehen und einfach heute das machen, was nötig ist. Das denke ich. Denkt, was ihr wollt. Bern ist die Hauptstadt. Also. Gut. Er nimmt euch nicht ernst! Ja. Oh, ups! Nein, Bern ist geiler, weil wir meinen, wir haben keinen Flughafen. Ja, liebe Zürcher, Bern ist cooler, weil wir haben keinen Flughafen. Und es ist halt einfach eine coole Stadt. Liebe Zürcher, Zürich ist nice, aber Bern ist die Hauptstadt. Oh shit. Warum wollen so viele Politiker immer nach Bern? Nach Bern? Keine Ahnung, vielleicht wo die Hauptstadt ist. Mal schauen, wie es da so ist, so wie ihr jetzt hierher gekommen seid. Ich bin aber kein Politiker.
trotzdem bist du von Basel hergekommen. Bin ich selber schuld, meinst du? Nein, nein. Okay, letzte Frage. Wie wird sich Bern in den nächsten 10 Jahren deiner Meinung nach entwickeln? Oh, kommt drauf an, wenn ich nicht auswandern. Nein. Morgen kommt aus, dass mein Bruder Stadtpräsident wird von Bern. Und er hat gesagt mir, als ihre Schwester, ja, viele innovative Ideen. Und wenn der wirklich Stadtpräsident wird und für die Flüchtlinge, für die Asylsuchenden eine offene Stadt macht, ein bisschen wegkommt vom Ego, ein bisschen im Miteinander rein, dann denke ich, Bern hat eine schöne Zukunft. Ja, es wird wahrscheinlich immer noch die Hauptstadt sein. Ich denke nicht, dass sich viel verändern wird. Gibt es drei Schulen noch? Ja, sicher. Leider oder Gott sei Dank? Gott sei Dank. Und ist der Erich jetzt schon Bundesrat? Nein. Wirklich? Nein. Nein. Was würde passieren, wenn der Erich Hess Bundesrat wird? Würde er nach Österreich ziehen? Jetzt. Safe, Alter. Safe. Oder nach Kanada? Dort kann man ja auch bleisen, ohne dass es illegal ist. Ja. Mann, ja, Hure, Mann. Nach Kanada. Ich wünsche Erich Hess auf jeden Fall Glück. Jetzt weiß ich nicht, ob ich gerade für die Stadt präsidium, aber für ihn als Mensch finde ich so, er soll ein gutes Leben führen, ein offenes Leben führen. Und für die Werte, für die Menschenrechte zum Beispiel einstehen, das fände ich noch schön, wenn Erich Hess für die Menschenrechte würde einstehen, oder? Jetzt wird ja der Erich Hess eure Reitschule wieder schließen. Was sagst du ihm? Ja, soll er es probieren, aber irgendwie kommt es dann gleich wieder auf. Also. Der Erich Hess schaut das vielleicht auch, wenn er noch ein Message an ihn geben. Du sagst Balls, Alter.